Hallo Freunde der Nacht, da bin ich, euer Sadu, mit einer neuen Folge Stardias. Wir haben in der letzten Folge den Jackpot mit einem Planetenscan errungen, und zwar Covaccia. Wir haben einmal nach Rohöl gescannt, also von hier aus, und einmal nach Wasser, und beides ist hier in rauen Mengen auf Covaccia vorhanden. Genial, oder? Da wird es noch irgendwelche anderen Sachen geben. Aber die sehen wir noch nie. Wenn wir eine Sonde hätten, könnten wir die hinschicken. Also, wir brauchen jetzt natürlich noch eine ganze Weile, bis wir dort sind. Und wir haben aber auch, weil uns fehlt natürlich wieder Plaste und Gummi, so wie schon seit Ewigkeiten. Wir haben aber auch einen Händler gerufen, um dort Plaste oder Gummi zu erstehen. Dann haben wir hier das alles fertig gebaut. War das in der letzten Folge? Ich glaube, könnte sein. Keine Ahnung. Wir haben nämlich auch hier angefangen, unsere Hüllenpanzerung zu erweitern. Da müssen wir auch gleich weiterbauen, sehe ich gerade. Forschen tun wir gerade nichts, weil uns fehlt einfach der Festplattenspeicher. Ab und zu mal eine Öffnung lassen. Manchmal weiß man nicht, wozu man die braucht. Können die das ja in aller Ruhe fertig bauen? Wie sieht es hier mit Sauerstoff aus in dem Raum? Sehr gut. Und Temperatur? Auch sehr gut. Die haben hier einige neue Informationen dazu gebracht. Sonst stand doch immer nur da, wie viel Grad, oder? Schaut mal, was jetzt hier noch alles da steht: Ästhetik, Luftdichtheit, Isolierung, Sauerstoffvorrat, alles in einem. 21 Grad war die Temperatur. 22 hier unten, schön warm. Mollig warm. Aufgabe abgelehnt, zu heiß. Ihr müsst ja nicht durch den Strahl durchfliegen, ihr Birnen. Das haben wir eigentlich schon so gut getimt hier. Noch genügend Abstand gelassen. Ne, das ist nicht so heiß. Dürft halt nur nicht durch den Strahl fliegen. Können die Geschwindigkeit mal hochsetzen. Dürfen die Barke hier nicht, also den Händler da nicht verpassen. Kaffeemaschine haben wir wieder angemacht. Wasser muss man ein bisschen im Auge behalten. Und was ich gesehen habe, Leute, wir brauchen noch mehr Schlafplätze. Deswegen hatten wir ja hier die Erweiterung durchgeführt, sodass wir hier überall noch diese Einzelkabinen etablieren können. Radar hat was? Hat eine Aufbewahrungskapsel. Ja, schön. Wo ist sie denn? Noch zu weit weg? Dürfen gespannt sein. Hauptsache keine Bombe drin. Hier bauen wir ja noch so ein Reaktoreffizienzmodul, einfach, wenn wir es mal ausprobieren wollten. Der Tisch verbraucht jetzt 200 kW, der Handwerkstisch. Krämer trifft ein in 24 Stunden. Sehr schön. Können wir den Teleporter schon mal. Der ist schon noch eingeschalten. Aha, okay. Wollte gerade sagen, dann können wir den einschalten, aber der war noch eingeschalten.
Hier müssen wir die Höhlenpanzerung auch noch weiter voranbringen. Wir werden gesagt, wir wollen das hier erstmal schützen. Das ist ja wirklich unser kostbarstes Gut hier. Wenn das hier flöten geht, dann gute Nacht. Alle drei müssen auch nicht an sein. Eins reicht komplett aus, oder? Kann sein, dass ein Materiereaktor nicht ausreicht, weil wir produzieren ja hier diesen extrem teuren, also was Strom angelangt, teuren Reaktor, die teure Reaktoreffizienzmodul. Müssen wir mal im Auge behalten, die Batterien. Naja, eins reicht nicht, das geht. Sonst alles leer. Schalten wir den hier noch ein. Da kommt sie, die Aufbewahrungskapsel. Müsste hier hängen bleiben. Die fliegt vorbei. Scheibengleister. Wie kriegt man die? Gar nicht, oder? Da kann man sagen, hier, hol die mal. Nö. Shit. Hätte man müssen eher reagieren. Ach, schade. Und die Triebwerke mal anhalten. Sieht man die jetzt hier auf der Karte? Nö. Ach Mist. Naja, war bestimmt eine Bombe drin. Ärgert mich. Da müssen wir besser aufpassen. Können wir vielleicht noch irgendwas zerlegen, um Gummi und so zu bekommen? Ja, nee, no. Wurde wieder aufbereitet. Das hier hat eine Montagemaschine. Aber der Baudrohnen, Transport. Nee. Das brauchen wir ja alles. Die Roboter. Unsere kleinen Helferleins. Sitzen mit Kaffeebohnen aus. Haben wir eine Menge da. Dann reiß ich mal Kaffee. Das Laufband. Wo könnte man das mal hinstellen? Auf dem Gang hier? Klar, komm. Hier so in die Ecke. Was können wir denn noch bauen? Ach so, ja, diese Flüssigkeitskanone. Notfallsirene brauchen wir Plaste und hier für diese Flüssigkeitskanone brauchen wir Gummi. Ach, das sieht man, was das für eine Reichweite hat. Aber diese Flüssigkeitskanone kann doch dann nicht durch Wände schießen, oder? Also wenn hier ein richtiger Brand ausbricht, dann sind wir im Eimer. Das Einzige ist halt, wo wir uns
gegen einen krassen Brand wehren können, dass wir überall hier die Bretter aufmachen, die Luftschleusen und das Vakuum reinlassen. So halten wir an. Jetzt fliegen wir weiter. Er war gerade auf Toilette. Unser Pilot. Die Innenwände wollen wir nicht verstärkt bauen. Oder wollen wir die trotzdem auch nochmal verstärken? Nee, komm. Normale Wände hier für die. So, was hatten wir gemacht? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 5. Also bis hierhin. Ja. Fünf mal vier, oder? Drei, nee, fünf mal fünf. Zum Tür brauchen wir noch. Luftschleuse können wir kaputt machen und eine normale Schleuse reinbauen, also Tür. Unzugänglicher Bereich, wo, ups. Das war bestimmt, weil wir das hier gebaut haben, oder? Krämer müsste jeden Moment kommen. Holzbett wollten wir ja bauen. Stahlbett, Holzbett. Hier drüben dann den Tisch hin, genau. Ebenfalls ein Holztisch. Sieht doch schnieker aus. Einen schicken Holzstuhl noch. So. Ästhetik, zeigt mal, wo warten gleich die S hier an das Auge? 5, Ästhetik 5. Also ein Stahlding, Ästhetik 1. Das können wir alles austauschen. Der Händler ist da. Da können wir überall diese Stahltische entweder einlagern oder wir. Nö, können wir eigentlich dekonstruieren.
biologisch angereichertes Wasser. Ein Material zum Terraformieren von Ozeanen. Schiffslagerverbesserung. Klasse. Hä? Der hat keinen Plaster. Da haben wir den Falschen gerufen. War das nicht immer der Krämer? Oh. Stretors. Unser Angebot. Können wir denen wenigstens was verkaufen von uns? Ja, Kaffee. 255. 30 können wir auch schon verkaufen. Boah, der ist reich, 1,26 Millionen. Nicht schlecht. Handel durchgeführt. Mist, Mist, Mist. Krämer war es nicht. Erzhändler. Ressourcenhändler? Nee. Der will es nur kaufen? Sag bloß, sie haben den rausgenommen, oder? Nee, ja. Dass man die Plastik gar nicht mehr kaufen kann. Wäre natürlich Mist. Okay, nochmal. In aller Ruhe. Also der nichts hier. Der will nur Ressourcenhändler. Wilbui Mesel. Der will das untere auf keinen Fall verkaufen. Ach so, Meh vielleicht, oder? Plastik. Der hat halt kein Plastik. Oder der will es halt nicht verkaufen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kautschuk not found. Wir hatten ja nach Kautschuk gescannt mit unserem Radar. Schade. Das geht mir jetzt auf den Zeiger. Dass wir ja keinen Händler mehr finden. Legierungshändler. Ölhändler wäre noch eine Variante. Der würde es zwar auch kaufen, aber vielleicht auch verkaufen. Ölhändler. Einzige, den wir noch rufen, bei dem wir es probieren können, ist der Ölhändler. Zur Not kaufen wir halt Öl bei dem. Wollte der Öl verkaufen überhaupt? Ja. Und sonst wäre es kein Ölhändler, oder? Ja, kann man jetzt nicht nachgucken, weil die gerade halt danach rufen nach einem Ölhändler. Aber was wir machen können, nach wieder was anderem scannen. Wir haben jetzt nach Kautschuk gescannt. Gibt's nie. Eisen sollte sonst sicherlich viel anzeigen. Wir nehmen mal Fels, weil das sollte sonst auch viel anzeigen. Scannt mal nach Felsen. Den gibt's doch überall, oder?
Den guten alten Felsen. Batterien werden auch mal leerer. Handwerkstisch, komm. 60% vom Reaktoreffizienzmodul ist fertig. Fertig. Fertig, mein Geld. Dringend benötigt. Schaut mal, ja, schläft schon einer in diesem neuen Bett. Ups. Ich glaube, bald, wir brauchen auch noch einen größeren Essbereich. Generell müssten wir hier eigentlich irgendwie mal, ja, den Raum komplett umgestalten. Das ist nach wie vor so ein Allzweckraum. Gefällt mir nicht so richtig. Hier oben die Wand, die Tür reinmachen. Das müssen alles keine Luftschleusen sein hier. Hüllenpanzerung, ja, sind sie gut vorangekommen. Dann bauen wir hier weiter. Müssen wir jetzt eine Aussparung machen wegen dem Triebwerk. Da habt ihr erstmal wieder zu tun. Schade. Reicht bloß noch für eins, ja. Für ein Zimmerchen. Können wir gleich anlassen. Der kommt doch bestimmt bald. Oh, über einen Tag dauert das noch. Wie schnell das geht, oder? Dass die Pflanzenfasern alle weggefuttert wurden. 225 Nahrung haben wir. Sieht nach wie vor gut aus mit der Nahrung. Trotzdem sollten wir es nicht vernachlässigen, hier die Pflanzbehälter zu bauen. Und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, wie hatten wir das hier gelöst? Direkt vom Hauptraum aus. Diese Lüftungsschächte zu bauen.
Bauen wir hier noch so einen Lüftungsschacht rein? Ach klar. Einen Tag noch. Komm schon, Ölhändler. Wir brauchen Öl. Haben wir denn noch genügend? Na, genügend Ressourcen, um hier Transistoren herzustellen. Ja, Kupferplatten, naja, Kupfer könnten wir bald mal wieder gebrauchen. Was sagt denn hier oben eigentlich unser Schmelzofen? Der arbeitet und arbeitet und verarbeitet Eisen. Krass. Das Lager ist gerammelte voll mit Stahlplatten. Werf die mal aus. Die können abgeholt werden. Platz ist mehr als genügend vorhanden in den Lagereinheiten. Stunden noch. Ich hoffe, der hat Plaste da. Jetzt müssen wir uns irgendwas anderes einfallen lassen, wenn wir über die Händler keine Plaste mehr beziehen können. Das wäre richtig dumm. Ja, mal gucken. Abwarten und Tee trinken, Freunde der Nacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen oben da. Schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons. Um diesen Kanal zu abonnieren, würde mich tierisch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.